Damen und Herren, ich begrüße Sie zum Stadtgespräch am Dienstag. Lange vorbei sind die Zeiten in Berlin, als Wohnungssuchende noch die Qual der Wahl hatten. Freie Wohnungen gab es im Überfluss. Heute ist die Wohnungswahl zur Qual geworden, weil es entweder gar keine Wohnungen gibt oder die Mieten so hoch sind, dass das Wohnen fast unbezahlbar wird. Berlin wird bereits als München des Ostens bezeichnet. Über das Problem möchten wir heute reden mit Iris Spranger von der SPD. Sie sind Sprecherin für Bauen, jetzt muss ich nachgucken, Wohnen und Mietpolitik. Genau. Katrin Schmidberger von den Bündnisgrünen, auch mietpolitische Sprecherin und Sprecherin für die soziale Stadt. Und Wiebke Werner von dem Berliner Mieterverein. Frau Werner, mit Ihnen möchte ich anfangen. Ist das Problem denn wirklich so groß in der Stadt, dass wir, oder reden wir es einfach herbei, dieses Problem? Nee, ich denke, das Problem ist in der Tat mittlerweile in der Stadt ziemlich groß geworden. Wir haben verschiedene Faktoren, die das begünstigen. Wir haben einen erhöhten Zuwachs an Einwohnern. Die Stadt ist begehrt, die Leute ziehen gerne nach Berlin. Auf der Gegenseite haben wir ein immer knapper werdendes Wohnungsangebot. Mhm. Das heißt, viele Leute streiten sich um immer weniger Wohnraum. Und das führt dazu, dass die Mieten steigen. Denn es gibt derzeit noch keine Regelung, die die Neuvertrags Mieten bei Abschluss eines neuen Mietvertrages begrenzen, und somit ist der Vermieter halt frei und kann von den bestzahlenden Interessenten hohe Mieten fordern. Und somit steigt nach und nach das Mietniveau an, denn letztendlich führen auch diese Neuvertragsmieten, die neu abgeschlossen werden, fließen dann auch letztendlich in die Mietspiegelerhebungen ein, die wiederum ja für die Mieterhöhungen in den bestehenden Mietverhältnissen ausschlaggebend sind. Also von daher, man kann es schon erkennen, auch die Zahlen sagen das, Neuvertragsmieten steigen in der Tat. In den letzten Jahren haben wir das beobachten können, im Jahr um die 10-14%. Das ist schon mal ein ziemlich großer Schritt. Und auch die Bestandsmietverhältnisse krabbeln nach und steigen an. Gerade in einer Stadt, wo die Menschen nicht so viel verdienen. Frau Spranger, hat da die Politik geschlafen? Weil ich habe manchmal so das Gefühl, dieses Problem kommt so ein bisschen überraschend. Und alle schreien jetzt, oh mein Gott. Naja, was heißt verschlafen? Wir hätten wahrscheinlich schon früher umsteuern müssen, da haben Sie völlig recht. Wir haben jetzt mit der neuen Wahlperiode, haben wir klar gesagt, wir müssen was verändern. So wie Sie schon richtigerweise gesagt haben, die Stadt wird Gott sei Dank größer. Wir sind attraktiver geworden, weil wir ja auch viel in Berlin investiert haben und noch investieren werden. Nichtsdestotrotz ist es natürlich wirklich so, dass wir Lagen haben, wo wir tatsächlich aufpassen müssen, dass keine Verdrängung passiert. Und deshalb haben wir, was das betrifft, jetzt reagiert. Man hätte wahrscheinlich auch schon vor 5 Jahren reagieren müssen, da haben Sie völlig recht. Das sagen wir auch, das sage ich auch auf jeder Veranstaltung. Insofern ist es noch nicht zu spät, aber es wird höchste Zeit. Es gibt ja freien Wohnraum, Frau Schmidberger, also Spandau zum Beispiel oder in Marzahn-Hellersdorf. Es kann halt nicht jeder mitten in der Stadt wohnen und mit dem Fahrrad, schön, Sie sind von den Grünen, mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Da habe ich manchmal so das Gefühl, das Verständnis gibt es auf Ihrer Seite nicht so sehr. Naja, also wenn wir uns die genauen Zahlen mal angucken, dann haben wir bereits seit ungefähr 2007, 2008 kann man eigentlich von einem angespannten Wohnungsmarkt sprechen. Und es geht uns Grünen nicht darum zu sagen, es muss jeder in Kreuzberg oder in Friedrichshain leben können. Aber es geht doch schon darum, dass Berlin seine Stärke, seine Strahlkraft nicht verliert. Es ist eine große Stärke von Berlin, dass wir sehr sozial integrativ leben, also dass Arm und Reich auch nebeneinander auch in der Innenstadt leben können. Und es kann doch nicht sein, dass wir jetzt alle einkommensschwachen Menschen, beziehungsweise es trifft ja auch viele mit mittlerem Einkommen schon, dass wir die jetzt, sage ich mal, zum Beispiel nach Spandau, das haben Sie gerade gesagt, Falkenhagener Feld vertreiben. Dort konzentriert sich gerade die Armut noch mehr, die sozialen Probleme. Und ich glaube, das steht Berlin nicht gut zu Gesicht. Mit welchen Problemen kommen die Leute zu Ihnen, zum Berliner Mieterverein? Kann man das mal so ein bisschen bezeichnen? Sind es wirklich auch Ängste?
oder Sie haben mit dem Problem jeden Tag zu tun? Ja, also es sind auf jeden Fall Ängste zu erkennen. Wenn ich teilweise auch persönlich mit Mietern spreche, es kommt nicht selten vor, dass die Mieter vor mir sitzen und sagen, ich habe wieder eine Mieterhöhung bekommen, ich kann es nicht mehr, und fangen auch, da fließen durchaus Tränen. Also die sind besorgt, die Mieter, und sie haben Angst. Und selbst wenn sie dann auch sich entschließen, auszuziehen, weil sie die Miete nicht mehr zahlen können, sagen sie auch, ich finde gar nichts in meinem umliegenden Kiez. Die sind dann sozusagen tatsächlich gezwungen, in weiter entfernt liegende Bezirke zu ziehen. Und es ist nicht nur ein Problem, was man so diskutiert und was irgendwie auf dem Papier steht. Wir erleben das tagtäglich in der Praxis, dass die Mieter wirklich, insbesondere die mit einem etwas niedrigeren Einkommen, zunehmend mit dem Rücken an der Wand stehen. Frau Spranger, wenn jetzt die Leute rausziehen, sie wollen ja auch bauen, es sollen ja Wohnungen entstehen, steht auch im Koalitionsvertrag, großes Thema. Es ist noch wichtiger geworden. Ich hatte beim Koalitionsvertrag so das Gefühl, es ist gar nicht so wichtig. Und es hat sich, seitdem die Regierung gebildet wurde, noch mal verstärkt. Merken Sie das auch von den Berlinern, dass das gefordert wird von der Politik? Dass da, wie Sie es eben auch schon gesagt haben, zu wenig gemacht wurde in den vergangenen Jahren? Ja, absolut. Wir haben, so wie es ja schon gesagt worden ist, wir haben eine angespannte Wohnungslage. Das heißt also, in bestimmten Gebieten kriegst du so gut wie gar keine Wohnung mehr. Wir haben selbst bei den Wohnungsbaugesellschaften, die ja immer diejenigen waren, wo man noch am ehesten eine Wohnung bekommen hat, selbst da, ich bin persönlich natürlich ganz froh darüber, weil das sind ja auch Einnahmen für die Wohnungsbaugesellschaften, ist es mittlerweile so, dass sie streckenweise einen Leerstand von 2% haben. Das hat sich also gravierend verändert. Und die Menschen sind darauf angewiesen, also nicht nur bei Wohnungsbaugesellschaften sich eine Wohnung zu suchen, sondern tatsächlich überall, bei Privaten und so weiter, bei Genossenschaften. Also insofern müssen wir da was machen. Und wir stehen ja kurz vor Haushaltsberatungen. Und wir sind natürlich dabei, sehr aktiv dann auch zu sagen, wir müssen ein Förderprogramm auflegen. Es muss verschiedene Wege geben, weil Mietrecht ist Bundesrecht. Aber wir werden in Größenordnung bauen müssen. Deshalb haben wir umgesteuert in der Liegenschaftspolitik, dass eben dort Grundstücke ganz anders vergeben werden als zu früheren Zeiten. Ich war ja lange Zeit Staatssekretärin, auch in dem Bereich. Und da gab es noch ganz andere Ausrichtungen. Da wurde noch meistbietend auch für den Landeshaushalt verkauft. Das haben wir verändert. Also insofern ist anders als ganz am Anfang der Koalitionsvereinbarung, hat sich ganz viel auch in den Köpfen verändert, auch in den Fraktionen. Beide Fraktionsvorsitzenden haben ja jetzt noch mal die Verhandlungen auch miteinander geführt. Und da war gerade der Mieten- und Wohnungsneubau ein ganz, ganz großes Thema. Wenn dann aber Wohnungsneubau auf der Agenda steht, kommt die Opposition manchmal und sagt, nein, 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 hier nicht. Ich nenne jetzt mal das Beispiel Tempelhofer Feld, die Randbebauung oder auch Eastside Gallery, wobei das natürlich nun wieder so ein Luxusbau ist, kann man vielleicht nicht so ganz vergleichen. Aber da kommen Sie dann wieder und sagen, ja, wir wollen zwar Wohnungsbau, aber nun nicht unbedingt hier. Und das ist ja auch noch mitten in der Stadt. Also erstmal muss man sagen, dass Wohnungsneubau eigentlich immer gebraucht wird und immer betrieben werden muss. Also eine vorausschauende Wohnungspolitik baut nicht erst dann, wenn man feststellt, ups, jetzt fehlen uns Wohnungen, sondern man baut eigentlich kontinuierlich immer. Das ist eigentlich ganz wichtig, sieht man auch in manchen Städten, dass das klappt. Zweitens, zum Beispiel? Freiburg zum Beispiel. Zweitens, es ist so, Neubau bringt nur was, wenn man auch eine konsequente Bestandspolitik bei der Wohnungspolitik macht. Das bedeutet, indem man alle möglichen mietrechtlichen Werkzeuge, die man hat, auch einsetzt. Es hilft ja nichts, wenn man immer wieder neu baut, in 5 Jahren auf einen kleinen Sickereffekt hofft und gleichzeitig, wie gesagt, gehen die Mieten weiter nach oben, gehen die Umwandlung in Eigentumswohnungen, die Luxusmodernisierung weiter. Dann hilft Neubau auch nicht viel. Aber man muss übrigens, irgendwann jetzt mal bei der anfangen. Liegenschaftspolitik möchte ich nur mal kurz sagen, da gab es auch Flächen, die das Land den landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften, zum Beispiel in Marzahn-Hellersdorf, angeboten hat. Die wollten da gar nicht bauen. Ja? Also nur mal kurz noch zu dem Thema Stadtrandlage. So, natürlich wollen wir auch einen Neubau. Nur die Frage ist doch, für wen wird denn am Tempelhofer Feld gebaut? Das Tempelhofer Feld, wenn Sie sich die Zentrale, wenn Sie sich das Gebäude angucken, macht gerade im Jahr über oder fast 100 Millionen Euro Schulden. Das bedeutet, es gibt einen ganz großen Investitionsdruck auf die übrigen Flächen, die man vermarkten möchte.
Wir wollen aber nicht, dass es jetzt dazu kommt, wie zum Beispiel am Mauerpark, dass es dann da nur Luxuswohnungen und Eigentumswohnungen gibt, sondern es muss dann auch für die Neuköllnerinnen und Neuköllner, aber das wurde doch, glaube ich, schon vom Senat und auch vom Stadtentwicklungssenator gesagt. Die und die Wohnungsbaugesellschaft, da soll dann und dann der Spatenstich sein, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber es hilft doch nichts, wenn wir vielleicht mal höchstens 30% bezahlbare Wohnungen bauen und der Rest werden Eigentumswohnungen oder Luxuswohnungen oder eben auch im hochpreisigen Segment, da haben wir teilweise auch schon Überschuss hier in Berlin. Wir brauchen bezahlbare Wohnungen. Wir brauchen auch zum Beispiel eine Rettung der Bestände der Sozialwohnungen. Wir haben im Moment noch 140.000 Sozialwohnungen in Berlin. 2020 sind es 100.000, 2030 sind es null. Das ist ein ganz großes Problem. Sie wissen auch, die Mieten im sozialen Wohnungsbau sind gerade zu hoch. Hat ganz viele komplizierte rechtliche Gründe. Und daran müsste man doch auch erst mal gehen, bevor ich über Neubau diskutiere. Ich habe manchmal so das Gefühl, die ganzen Probleme, die wir haben, werden alle festgemacht unter den Ferienwohnungen. Das habe ich so das Gefühl, ist der Buhmann. Es geht jetzt mal an alle die Frage. Das ist der Buhmann. Jeder, der eine Ferienwohnung vermietet, ist so ein bisschen, wird sozusagen vorgeschoben für dieses ganze Wohnungsproblem. Ist dem so? Weil die paar Wohnungen, die da vielleicht vermietet werden, können es doch nur auch nicht machen eigentlich. Ja, Sie deuten die Zweckentfremdungsverbotsverordnung an, womit ja... Sie können das viel besser aussprechen als ja, ich. Ja, also das Verbot von Zweckentfremdung vom Mietwohnraum, wo sozusagen unter anderem diese Ferienwohnungsnutzung zukünftig unterbunden werden soll. In der Tat, die Anzahl der Ferienwohnungen, man hat ja gar keine genauen Erhebungen. Mhm. Man geht so zwischen 12.000, 15.000 Wohnungen in der Stadt aus, die als Ferienwohnung genutzt werden. Aber man darf ja auch nicht vergessen, dass mit diesem Verbot von Zweckentfremdung wären nicht nur die Ferienwohnungsnutzungen verboten, sondern auch Abriss, anderweitige Nutzung wie spekulativer Leerstand, wie gewerbliche Nutzung. Also das heißt, insgesamt wäre das schon eine Möglichkeit, Wohnraum zu sichern. Und in der momentanen Situation, in der Berlin ist, geht es halt auch darum, wo wir noch bezahlbaren Wohnraum haben, der muss erhalten bleiben, der muss geschützt werden. Da muss vermieden werden, dass er zu anderen Zwecken, wie zum Beispiel Ferienwohnungen oder andere Nutzungen entfremdet wird. Bedeutet also, der Senat setzt an der falschen Stelle an, dass dieses ganze Bauplanungen, diese fast, ich glaube, eine Milliarde ist es mittlerweile, die investiert werden sollen, völlig falsch ist, sondern man soll sich darum kümmern, was schon da ist? Es ist schwierig in der momentanen Diskussion. Es gibt nicht eine konkrete Lösung. Mhm. Es ist ein Maßnahmenpaket. Es sind viele Möglichkeiten, die man nutzen muss. Aber der Berliner Mieterverein warnt auch immer wieder davor, dass Neubau alleine ist auf keinen Fall die Lösung. Hat Frau Schmidtberger ja auch schon angedeutet. Durch Neubau entstehen hochpreisige Mietwohnungen. Mhm. Neubau findet größtenteils zu 40, 50... Weil gar nicht für die Preise, ich glaube 10 Euro pro Quadratmeter ist so eine Fixkostenzahl. Genau. Und dafür ist gar nicht Wohnbau gar nicht zu schaffen. Genau, zu zwischen 8 und 10 Euro netto kalt kommen da Mieten raus, wenn man Neubau ohne Förderungsmittel verwirklicht. Auch die günstige Vergabe von Grundstücken führt da nicht zu einer großartigen Preissenkung. Darüber hinaus entstehen, das darf man auch nicht vergessen, ein Großteil der neu gebauten Wohnungen im Eigentumswohnungsbereich und halt im hochpreisigen Segment. Das heißt, von Neubau alleine werden einkommensschwächere Haushalte nicht profitieren. Mhm. Dazu kommt ja auch, ich meine, wir haben 5.000 Baugenehmigungen in 2012 gehabt, aber bis die dann realisiert werden, da vergehen ja auch noch mal Jahre. Also das heißt, für die schnelle Lösung ist Neubau sowieso nicht geeignet. Das wird einfach noch Jahre benötigen. Mhm. Und der immer sogenannte Sicker-Effekt, der bedeutet, wenn Wohnungen frei werden, dadurch, dass Mieter in teurere Neubauwohnungen ziehen und dadurch günstigere Wohnungen frei werden, der darf unseres Erachtens auch bestritten werden, denn bei der momentanen Nachfragesituation geht einfach wirklich der auch der Mietpreis für jede Wohnung hoch. Also da werden auch Wohnungen in schlechtem Zustand zu erstaunlichen Mieten vermietet. Wir wollen gleich weiterreden. Wir machen eine kurze Pause. Bleiben Sie bei uns beim Stadtgespräch.